Dein Arsch bleibt genau da, wo er ist. Was glaubst du denn, was du da machst? Du hast so auf dicke Eier gemacht, da wollen wir mal sehen, wer von uns beiden die größeren Klöten hat. Der Nigger oder der Mick? So ist es brav, dir Papa. Immer schön die Löffel anziehen. Du machst mich richtig geil, Tierpappe. Ah! Bei dir zieht sich mir doch glatt der Schließmuskel zusammen. Ich muss, glaube ich, gucken, dass ich oben diese rote Anzeige voll kriege. Ich nur warm, dein scheiß Fahrstil schlägt mir auf den Daumen. Oh, das war knapp. Hohoho. Scheiße, wie soll ich das denn voll kriegen? Ja, ich muss ja irgendwie Kacke fahren hier. Ah! Ich weiß noch nicht, was ich wo. Ja, jetzt geht die Anzeige wieder runter. Na toll. Jetzt, ich darf also nicht stehen bleiben. Jetzt bin ich schon wieder an dieser Ecke. Ich weiß gar nicht, wo ich lang fahre. Ich fahre mir total im Bullshit zusammen. Wird ja auch nicht angezeigt, wo ich irgendwie eine Strecke nutzen könnte, damit ich den Kack so schnell wie möglich voll kriege. Oh, oi, 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 oi. Ja, ja, Kollision. Oh Mann, glaub ich, geht das voll? Auto! Oh, das war, da passt da nicht mal ein Mäusefurz durch. Nee, hab ich nicht. Was? Hast du diese Reifen quietscht? Halt hier an. Und jetzt raus mit dir aus meinem Auto. Lass mich erst nüchtern werden, dann komm vorbei. Uns fällt schon was ein. Okay. Gut. Haben wir geschafft. Ja, tap. Öffnen wir die Karte. Was ist das? Point Verdon. Die rot gefärbte Klinge. Trifft dich mit Burke. Schau mal nach, welche Information Burke hat, um die Kontrolle über Point Verdon wieder zu erlangen. Geht's. Haben wir jetzt da den Weg? Ja. Aktuelles Ziel trifft sich mit Burke. Okay. Da.
Straße laufen ist gefährlich. Laufen wir mal darüber. Ganz so weit ist es hier nicht. Also jetzt für alle Gespräche und sowas. Hallo Partner. Gut, dass wir nicht ganz so weit gefahren sind. So. Versuchen wir mal, ob wir von hinten aus dran kommen irgendwo. Hier ist ja voll abgesperrt. Ja, hier war wieder ein Playboy. Okay, da will er nicht drüber. Das war dann wohl nix mit dem drüber klettern. Blaue Pflanzen. Ne, da will er auch nicht. Ja, mieser A. Gurken, Heinrich, ey. Ist ja viel abgesperrt wie so ein Bunker, ey. Oh Mann, ey. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch in dieser Stadt, der keinen Whisky macht. Kann man nicht machen. Kann man nicht platzieren. Ja, wo geht's denn da rein? Wahrscheinlich hier. Na, schon zurück. Erzähl mir was von Barbieri. Barbieri. Er ist ein verdammtes Arschloch. Viel mehr musst du nicht wissen. Du weißt, was ich wissen will, Berg. Streng dich ein bisschen an. Barbieri vertickt sein Splow. Über die Sweetwater-Distille. Splow? Pantherpässe, Schädelspalter, Fusel, billiger Sprit, Feuerwasser. Lebst du hinterm Mond? Was für ein Scheiß sauft ihr denn da drüben in eurem Ghetto? Jedenfalls keine Pantherpässe. Dann hast du nicht gelebt. Ich hab die Distille aufgebaut. Und dann kommt dieser Spaghetti-Fresser und nimmt mir alles weg. Und zertrümmert mir noch das Knie. Barbieri soll mir dafür büßen. Hörst du? Verrecken soll er langsam. Was hat er noch außer der Distille? Naja, er hat noch das alte Robert-O-Schlachthaus. Und glaub mir, da wird nicht nur Rindfleisch verarbeitet. Wenn du da landest, dann war's das. Diesmal mache ich die Drecksarbeit, Berg. Aber sobald Barbieri tot ist, erwarte ich, dass du dich um alles kümmerst. Nein, ich werde noch viel mehr tun als das. Entweder ich reiß die ganze Stadt an mich, oder ich brenn sie nieder. Und ganz ehrlich, ist mir scheißegal, was von beiden ich tue. Nation, komm schon, once again. Nation, once again. An island long, a province be, a nation once again. Wie war das? Thema zugewollte Fahrzeuglieferung. Fahrzeuglieferung. Du kannst den Fahrzeuglieferdienst anrufen, um dir einen Wagen aus deiner Garage bringen zu lassen. Schalte neue Wagen für dich frei, indem du dich um Marcanus und Capus kümmerst. ja,
Schalte neue Wagen für dich frei, indem du dich um Marcanus Lutenten und Carpus kümmerst. Er sagte dann noch, ja, komm wieder, wenn ich nüchtern bin. Ne? Ich ist jetzt gerade der, was getrunken hat. Er wird wohl nie nüchtern sein. No. Schade, dass der nicht... Warte mal. Da lag so ein Bauteil rum. Schade, dass der nicht hier auch immer so ein Sicherungskasten hat. Ich hätte mal gerne mal einen angewanzt. Weil Schrottplatz hier. Weil unsere Karre steht hier. Warum auch wie sie hier hingekommen ist, weiß ich auch nicht. Lustige kleine Karre. So, dann müssen wir mal gucken, wo wir jetzt, hinfahren wollen. Ich weiß noch nicht mal, ich kann nur näher ran, aber weiter weg geht nicht. So, Rede mit Nicky Burke. Das brauchen wir nicht. Oder doch? Das wird aber eine lange Fahrt bis dahin. Aber jetzt haben wir komischerweise auch einen Wegpunkt. Finde ich ja mal sehr interessant. Ja, guck mal, 3000 Kilometer oder was? Oder 3000 Meter? Wenn sie wieder zurückrennt, ist das ihr Problem. Einfach weiter über die Straße. Tja, wir fahren eine alte Platt und hauen da mal eben Fahrerflucht rein hier. Das darfst du aber nicht öfters bringen, weil dann ist nämlich der Ofen aus. Also, mal gucken, ob ich zeitlich vielleicht doch mal wieder eine andere Karre besorgen kriege. Aber mit dem Auto sollten wir vielleicht nicht, ja. Mit dem Auto haben wir die alte angefahren, da könnten wir eventuell auffallen. Vielleicht sollen wir doch mal die Karre wechseln. An alle Einheiten. Verfolgung beendet. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beendet. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Oh, gut, dann können wir weiterfahren. Eigentlich wollte ich den Cadillac nehmen, aber das Einparken, jetzt habe ich die Karre auch Schrott gefahren, jetzt kann ich auch mit der Rostlaube weiterfahren. Einfach doof, ey. Absolut doof. Für die Leute, die etwas länger warten mussten jetzt für... Was machst du da? Weniger trinken. Tut mir leid, aber... Jau! Laufe wieder vor die Karre! Ey, was machen die? Wie viel habe ich denn von den 3? Ja. Ob der Mecker, wenn man überholen? Gut, er biegt ab.
Interessant. Das war jetzt schon die zweite, die vor uns auf die Straße fällt. Oh, wir fahren auch noch mit dem Auto drüber. Kopf tot. Ja. Ist ziemlich cool. Aber eher großer Lulatsch, Alter, ist so ein kleiner Moped, ey. Oh, wie geil. So, jetzt sind wir aber gleich da, denke ich. Ja, doch einigermaßen flüssig gut durchgekommen. Was ist das denn für verlassenes Ödland hier? So, ich denke, ich lasse das Auto mal hier oben stehen. So, ich muss zwar wieder zurück. Entschuldigung, ich habe irgendwie Schluck auf gerade. Mann, schöne Karre. Mist. Sechzig wird ja mehr. Lol. Wo wohnt die denn? Ja, vielleicht muss ich ja doch da die Straße hoch und hinten rum oder sowas. Weil es sind überall Bäume. Ich weiß nicht, ob ich da. Ich denke nicht, dass ich da durchlaufen kann, weil das ist ja wie so eine Mauer. Weißt du? Da komme ich nicht durch. Ja. Wie komme ich denn? Hä? Vielleicht hätte ich da gar nicht hingemusst. Ich habe da vorhin irgendwo schwarz gebrannt da. Rede mit Nikki Burke. Okay. Hä? Mit dem habe ich doch. Soll ich wieder den ganzen Scheiß zurückfahren? Was? Mit dem? Um ein Kontrolle. Ich habe mit ihm doch gerade geredet. Soll das ein Witz sein? Zusatzziele. Ziele. Gewerkschafts. Sabotiere Anhänger der Gewerkschaft. Westliche Anhänger. Karte. Ja. Das hier. Wegpunkt. Ach, das ist ja mit diesem. Ich komme noch nicht mit dieser Apotheke der Gewerkschaft, ja. Der Wegpunkt ist gesetzt. Ich hatte doch vorhin irgendwas, wo ich hätte, glaube ich, hier hochfahren müssen, um mit jemandem zu reden. Jetzt sagt er mir, ich soll wieder zurück, weil ich bin, oder ich bin noch nicht ganz wach heute Morgen. Bitte verzeiht mir diesen kleinen, hier in diesem, ich bin irgendwie heute total neben der Spur. Heute ist Sonntag, ich habe wenig geschlafen. Mein Praktikum als Rettungsschwimmer ist erstmal vorbei. Nähe Informationen erfahre ich wahrscheinlich jetzt erst Montag, Dienstag. Als Rettungsschwimmerschein Silber muss ich noch zwei, drei Sachen machen. Aber da will ich erst wissen. Hey!
Steig ein! Auto haben! Schöne. Ja, wenn er bald uns vorbei! Gang ist aus Paradise! Ja, ja, ruf du mal so lange du willst! Steig aus, Clay! Die gehört jetzt mir! Raus da! Junge, wenn deine Mutter dich jetzt sehen könnte! Willst du den Arsch für dich finden? Mach mal eine Cobra jetzt! Das ist doch eher mal was! Boah! Das Moped! Das geht aber auch ab, du ey. Endlich können wir davon auch mal von A nach B. Und das in kürzester Zeit. Deutlich verbessert. Schöne Felgen drauf. Rein zu früh. Oh, geil, im Licht sieht es richtig gut aus. Folgen. Ich soll erst aber... Nee, mache ich jetzt nicht. Darf ich mal umdrehen? Folgt da jetzt mal nicht, das hatte ich nämlich schon mal. Ich mache jetzt erstmal den Job hier. Lasse ich jetzt mal hier stehen, weil hier sind ja auf feindlichen Gebieten. Okay, da komme ich nicht weiter. Stelle ich die Karre noch ein bisschen. Wollte vielleicht hier gut stehen.